Bist du schon mal gesegelt und das Ganze noch am Strand, also Strandsegeln? Ich kann dir sagen, ich habe es gemacht, mal wieder für Join, eine neue Challenge. Es war mega, es war auch mega viel Nervenkitzel. Ich habe das überlebt. Wie ich es gerockt habe oder ob ich umgefallen bin, kannst du im Video sehen. Das Coolste daran ist, dass das Ganze barrierefrei war. Ich konnte meine Füße gechillt unten lassen und konnte alles mit den Händen machen. Also mega cool, schau rein. Die Bretagne, eine neue Reise, ein ganz neues Lebensgefühl. Ach herrlich, Austern schlürfen, direkt am Hafen, mit Sonnenschein, mit Wind, so wie es auch in der Bretagne dazu gehört. Es war schon ein schönes Leben. Im schönsten Augenblick, wenn es richtig schön ist, kommt der goldene Umschlag. Liebe Kim, willkommen in der Bretagne, im Nordwesten Frankreichs. Die Region ist neben Austern vor allem für eines bekannt, Wind, ja. Auch Menschen mit Behinderung bekommen oft Gegenwind zu spüren. Doch du sollst heute genau diesen nutzen, um Barrieren zu überwinden. Strandsegeln ist die Sportart der Bretagne. Wirst du es schaffen, den Wind für dich zu nutzen und genug Speed aufzubauen? Bonjour, je m'appelle Amaury Martin, j'ai 24 ans. Je suis agent de développement au Centre de ressources nationales de char à voile et en même temps moniteur de char à voile. Am Strand habe ich dann den Amaury getroffen, Strandsegler mit Überzeugung. Wir sind direkt runter an den Strand gegangen. Ich frage mich bis jetzt noch, wie der das aushält mit kurzer Short. Ich habe total gefroren. Je pratique ce sport depuis l'âge de 9 ans. Le char à voile, c'est une discipline qui est toutefois assez accessible. On peut le pratiquer dès l'âge des 8 ans, donc il y a des enfants de 8 ans qui peuvent venir pratiquer. Okay, so before to start, it's important to know the direction of the wind. So do you know where does it come from today? Yeah, from this side. Yeah, you just have to check the blue flag just here. Amaury hat mir erstmal erklärt, worum es beim Strandsegeln geht und man hat gemerkt, dass er das über alles liebt. The sail is going to inflate. So when it's inflating, you have to pull on the rope a little bit. The sun yachting will move. But if it goes too fast, you have to let go your rope. Was ich dann erfahren habe, ist, dass ich ein bestimmtes Fahrzeug bekommen habe für Menschen mit Behinderung. Ich habe alles mit der Hand gemacht. Ich hatte ein Lenkrad. Er hat mir dann erklärt, dass die eine Hand immer am Lenkrad bleibt und die eine Hand das Seil steuert. Und dieser Hand mit dem Seil kann ich die Geschwindigkeit steuern. The sun yachting can rise up on its two wheels. When it comes, you just have to let go your rope. Okay? Mm-hmm. Okay. Let's go? Yeah. Here we go. Wir haben auch gar nicht viel Zeit verloren. Ich durfte gleich austesten. So you really have to go straight. You go in direction of the cone. Und konnte einfach ein Gefühl dafür bekommen. If it goes too fast, you just let go. Yeah, perfect. Oh Gott, jetzt schon Schiss. Cone, you turn on your left, face of the wind. And you go straight, face of the wind. So let go your rope a little bit. And we go in direction of the green flag. Can you see the green flag on the last one? Ah ja, okay. Ich konnte dann auch sehen, welche Geschwindigkeit ich gefahren bin. Knapp über 20, 25 war so das Höchste, was ich gefahren bin. Aber ich wusste die ganze Zeit gar nicht, was muss ich denn jetzt letztendlich machen. Dann ging es an die Challenge. Ich sollte die doppelte Windgeschwindigkeit fahren. Das hat entsprochen 45 km/h. 5 Runden hin und zurück. Dann ging es an den Start. Ja, perfekt. Here we go. Und das hat begonnen. In der ersten Runde musste ich immer noch ein Gefühl dafür bekommen, wie ich das Ganze jetzt sicher steuern kann. Und ja, erheblich mehr Geschwindigkeit hinbekommen muss. Immerhin habe ich es auf knapp 30 km/h geschafft, aber da fehlen immer noch 15 km/h. Und ich dachte mir so, sterbe ich heute noch? Okay, keine Angst haben, keine Angst haben. Ich hatte schon Respekt. So was habe ich noch nie vorher gemacht. Ich glaube, ich hatte auch nicht immer unbedingt die Kontrolle. Diesmal habe ich es geschafft, auf 34 km/h zu kommen. Immerhin. Okay, komm, komm mal. Jetzt. Dritte Runde hat leider keine Verbesserung gebracht. Und ich dachte, wenn ich meinen ganzen Mut zusammennehme und sterben will heute, vielleicht kriege ich ja die 45 hin.
ich muss meine Angst auch überwinden. Ich muss auf volles Risiko und total verrückt fahren einfach. Und es war so, dass des Öfteren meine Räder in der Luft waren und ich dachte wirklich, ich kipp um. In der vierten Runde konnte ich mich ein bisschen verbessern. Ja, da waren es 35 km/h. Bin immer noch ganze 10 km/h. Und es gibt nur noch eine einzige Runde. Die letzte Chance. Du musst jetzt irgendwas machen, Cam. Ich fahre wirklich wie eine Verrückte. Leben am Limit. Ich habe teilweise nicht mal so genau gewusst, wo ich mich befinde. Hab noch mit letzter Kraft, weil es auch so anstrengend war mit dem Seil, versucht, alles rauszuholen. Aber ich habe mich sogar verschlechtert. Wahrscheinlich hatte ich einfach keine Kraft mehr. Ich lag nur noch bei 33 km/h. How much did you get? Highest speed that I saw on the screen was 35. 35? Yeah. It's pretty good. The wind is changing today, so it's pretty hard for you. I hope you're not saying this to everyone. You were good. Okay. Yeah, it was a mix of scary and a lot of fun. Yeah. Especially when the wheels were in the air. You were good. Okay. But not good enough for this challenge. Ich bin froh, dass ich irgendwie ins Ziel gekommen bin, nicht gestorben bin. Ich sag's mal so, wenn die Challenge darin bestanden hätte, dauerhaft in der Konstante zu fahren, dann hätte ich gewonnen. Es war eine tolle Erfahrung, vor allem, dass ich das Ganze mit Lenkrad steuern konnte. Und danke an Amaury, dass er mir alles so toll erklärt hat. Ich denke immer noch an die kurzen Shorts und frag mich, wie das geht bei dem Wind. Was soll ich sagen? Ich hab's nicht gerockt. Es ist, wie es ist. Immerhin bin ich nicht umgefallen, ich habe überlebt, ich hatte mega viel Spaß und ich werde es eines Tages nochmal probieren und dann in kurzen Shorts, versprochen. Wenn du mehr Videos von uns sehen willst, dann abonniere unseren Kanal. Ich würde mich unheimlich freuen.